Wir waren bei den Kultisten ziemlich gut vorangekommen mit Tag 183. Wir hatten unsere Late-Game-Crisis durch. Warten jetzt so ein bisschen auf die nächste. Wir sind jetzt dabei, richtig gute Brother zu rekrutieren. Wir hatten unser zweites Opferungsevent durch. Haben die Leute dabei behalten. Guck so ein bisschen, ob ich langsam in die Richtung gehen kann, dass ich vielleicht auch ein paar Leute mit zwei Händen hole. Stimmt, Topsy war übel am Rumbonken. Also, und ich weiß nicht, warum ich grünen Tee nicht mag. Uach, ist der bitter. Uach. Genau. Jedenfalls, Topsy ist am Rumbonken. Er könnte allerdings noch ein bisschen dicke Rüstung vertragen mit 215 und 165. Ja, das sind nur 180er, ne? Yes. Hat jede Menge Schwerter übrig. Die wir gar nicht repariert haben, die wir wahrscheinlich reparieren wollen. Hier sowas. Genau. Wir hatten niemanden mehr, der nimble ist, der also hier das Boneplating sinnvoll nutzen könnte. Beziehungsweise müssten wir dann. Doch, wir könnten halt hier das Wolfsfell wegmachen. Dafür Boneplating ran. Moment, es gibt dann noch minus 2 Fatigue, dann darf er plus fürs. Ja, hat er aber auch plus fürs 5. Hat er halt ein bisschen weniger, aber dafür hält es einen Schlag einfach ab. Da würde ich mir gleich mal geben. So, dann machen wir hier das Boneplating dran. Wir sollten noch ein paar Leuten Underdog geben, die besonders die tanken, so wie dann Yushka, der jetzt hier mit viel HP und so unterwegs ist, dann sollte man ihm noch Underdog geben, wenn wir können. Damit er halt gut reintanken kann. Rotation hat er schon. Eventuell noch Recover. Oder Steel Bro, wobei er kriegt gar nichts mehr. Nevermind, er ist ja Level 11, er hat gar nichts mehr. Ihm haben wir Underdog nicht gegeben, war nicht so smart. Aber er hatte 9 Lives. Mal sehen, wie gut es funktioniert. Relentless hat er auch. Das gibt uns jetzt 11-12% mehr Defense. Da ist er halt über 60, ohne das Schild zu benutzen. Genau, dann waren wir hier an ein paar Leuten langsam hochziehen. Abbruch zum Beispiel. Warum habe ich Abbruch gerade nicht drin? Weil ich meine, M-Lane ist eh verletzt, da können wir doch Abbruch reinnehmen. Und Xan, unser Bannerträger, hat sogar einen ganz guten Melee. Skill dafür, dass er 5% verliert. Und dass er klein ist. Den Berserk-Skill. Ja, euch müssen wir beiden noch Pathfinder geben. Also du musst auch noch Pathfinder kriegen, weil der Skill ja nicht keine AP-Reduktion gibt. Das sind nur bei den Pole Arms, wo die AP reduziert werden für den Attack. Dafür kann man besseres Shield splitten und Round Swing und Long Axis können angreifen in der Nähe. Hier wollte man noch eine Dreier Flail haben. Hier Sam haben wir sogar für ihn schon, für den Dreier Flail, dass das schön häufig triggert. Er hat noch, er hat Battleforged. Er könnte theoretisch sogar noch einen Zweihand Flail nehmen. Oder wollen würden haben. Haben keinen Zweifel. Das wäre sogar noch möglich. Und Sonics, du bist noch im Training mit Level 6 anscheinend, oder? Ein bisschen. Aber so wie das aussieht, kriegst du Battleforge, weil du hast ja schon hier zwei fette Sachen an und hast noch 74. Also, nächste Runde ist bei dir Battleforged. Ja, wir haben ziemlich viele Battleforged-Leute aktuell. Der Auftrag hier ist Deliver Cargo, the Folk of the Wise, about a day to the north, nach Suderbusch. Können wir schon machen. Würde ich sagen. Können wir schon machen. Nicht, dass wir hier auf irgendwas warten wollten. Accept this contract, ab nach Suderbusch. Naturally, it wouldn't be an ordinary trip. No, this would. This world is too shy for that to be the case. The pure thieves have taken off the cargo. Wir haben es gerade erst angenommen. Ja, okay. Wir müssen ihren Spuren folgen, weil uns die Lieferung geklaut wurde.
Müssen unsere Lieferung zurückholen. Was? Okay. A Brigand Leader, many Brigand Raiders. Na, let's go. Engage. Nimm keine Fernkämpfer, by the way. Achso, und wir hatten einen Lone Wolver. Stimmt, ich erinnere mich dran. Hallihallo, Ripper. Was? Xerxes? Was ist mit Xerxes? Jetzt bin ich irritiert. Moin. Was hat Xerxes jetzt damit zu tun? I'm confused. Du wartest nochmal. Und du gehst da schön rein. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Nichts, du opferst nur den Soldaten. Ja, aber an den Blutgott. War Xerxes nicht irgendein griechisches Ding? Die hatten doch keine Blutgötter. Und aktuell ist gar nicht so viel mit Opferung, muss man mal ehrlich sagen. Aktuell geht's sogar ganz gut. Kein Plan. Blut ist Blut. Was, Fleisch ist Fleisch, oder was? 36 ist ja nicht so viel. Aber es funktioniert. Die Jungs kommen aber nicht ran, die Schweine. Bewegt sich kein Stück, obwohl sie keine Fernkämpfe haben. Jetzt bin ich irritiert. Ach so, ja, weil ihr werfen wollt. Deswegen. Weil ihr werfen wollt, ihr Schweinchen. Deswegen macht ihr das. Hallo. Schön abstechen. Oh, ich habe nicht genug repariert, sehe ich gerade. Das ist ja blöd. Ah! What? Okay. Au. I guess. Wie es mir geht, so semi, man lebt es. Es wird einem egaler, wenn ihr jetzt eingezogen in die Riesen wohnt. Und ja, Gamma so gesehen nur in einem Raum rum in euch. Bei uns ist, glaube ich, ganz okay. Lumi ist halt gerade nicht da. Aber abgesehen davon geht's uns eigentlich ganz gut. Wir haben eine unerwartete Schenkung von meinem Papa bekommen, was so ein bisschen random war. Hallo. Und so, shit. Reicht nicht für den Lone Wolf Perk. Ja. Wie gesagt, bei uns ist es eigentlich sonst ganz okay. Es tut mir leid, dass es bei dir nicht so ist, aber daran kann ich nichts ändern. Du bleibst hier. Er wird aufgeschnitten. Splitten oder attacken? Attacken. Dammit. Immer gesplittet. Und uneigentlich. Uneigentlich geht's uns auch noch gut. Lumi ist halt nicht da. Ein liebes Küsschen kann ich dir geben. Ich kann dich knuddeln, wenn du willst. Beim Knuddeln bin ich gut, wird mir immer wieder gesagt. Ja, wow, der ist im Schießen ganz schön beschießen. So, the bonkening is happening. Oh, dammit. Der blutet sowieso aus, ich brauche gar nicht angreifen. Dammit. Dammit. Jetzt habt ihr beide hier so einen Quatsch gemacht.
Alles klar. Ja, knüppelt übel rein, ey. Tod. Ich rühre mich gerade nur von meiner Arbeit, die ich heute machen muss. Ich habe auch noch Arbeit, die ich heute machen muss. Leider Gottes. Also, da sind wir vielleicht auf dem gleichen Niveau. Ich muss nämlich heute auch noch ein paar Sachen aufräumen und dann noch einkaufen gehen. Hey, nicht Stun. Stun ist gemein. Ah, der hittet wieder. Jetzt ist er irgendwie umzingelt, da der Dude. Mit meinem Bonkening komme ich nicht mehr daran. Oh shit, das, da muss ich aufpassen. Der soll nicht mehr in Reichweite sein eigentlich, um getroffen zu werden. Der sollte nicht mehr in Reichweite sein. Weißt du was? Oh, ich wollte eigentlich nur das Shield splitten, aber es war ein Roundswing, der gehittet hat. Büro aufbauen, Boden saugen und wischen, Bart putzen. Ja, genau die Dinge. Genau solche Dinge. So, wir machen hier mal einen Schritt zur Seite, dann kann der uns nicht mehr so einfach hitten. Weil er hat einen Life getriggert. So ganz schräg rausgehen, der kann uns gar nicht mehr hitten. Ja, du bist leider. Er ist tot. Der Hund ist nicht reingelaufen, ey. Wahnsinn. Das ist ja fast nicht zu glauben. Du bist doch ein blöder Dude. Brauchen wir nicht. Du bist dead. Mit da rüberlaufen. Oder auch nicht. Eigentlich möchte ich den ersten Teil der zweiten Staffel Made in Abyss schauen. Warum geht's denn in Made in Abyss? Das habe ich ja nie gehört. Seht, die hat ein Level Up. Nur Mozzarella-Bäume hat ein Level Up. Nice. Also der Damage von dem war. Und Xan ist auf dem gleichen Niveau, ey. Also meine Zweihand-Dudes, die hacken ordentlich rein in die Gegner inzwischen. Das ist ganz geil. So, jetzt haben wir das wieder und ab nach Suderbusch. Können wir hier die Level-Ups machen? Xili hat ein Level-Up bekommen. Plus 2 auf jeden Fall. Moment, der ist doch, der ist einfach ein Tanker. Plus 2 hier, plus 2 ist natürlich traurig. Dann kriegt er hier plus 3. Plus 2 HP ist aber auch scheiße. Um ein großes Loch in der Erde und so. Hast du mal The Core gesehen? Das ist, glaube ich, so 2004 ein Film gewesen. Da ging es darum, dass sich Wissenschaftler in den Erdkernen mit einem Fahrzeug vorbohren, weil der Erdkern langsam aufhört, sich zu drehen. Viel Erfolg. Viel Erfolg. Daran erinnere mich jedenfalls, dass gerade, wenn du sagst, an einem Loch in der Erde. Wo packen wir den dritten rein? Hat schon minus 30, minus 16, hat ganz gut Fatigue. Die Fatigue ist eigentlich okayisch. Einfach Range Defense, damit er weniger abgeworfen wird wahrscheinlich. So, er ist auf noch keine Waffe festgelegt, witzigerweise. Aber er hat schon Shield Expert, wird also bei Einhandwaffen bleiben. Wir könnten ihm also vielleicht Indomitable geben gegen Orks. Wenn ich rumgeschoben werden kann. Oh, und Damage Reduction. Knocked back, grabbed or swallowed for one turn. Würde ich mal sagen. Ja, ich würde sagen, wir geben ihm Indomitable. Mit der Orks zum Beispiel face tanken kann und nicht weggeschoben wird. So, Mozzarella hier plus 4, da plus 2, hier plus 1 ist natürlich schade. Moment. Mit dem. Gehen wir mit dir? Nee, wir gehen hier auf das, also wird's Battleforged. Dann nehme ich die plus 1 trotzdem. 2 plus 4 HP. Nehmen wir die plus 4 HP.
Und dann können wir eigentlich direkt auf Brawny gehen. Würde ich sagen, weil du willst ja schwere Sachen anhaben. So. Natürlich mein Bannerträger verletzt. Ist ein Anime. Ah, okay. Ja, The Core war damals so ein Ding, da hatte ich eins meiner ersten Dates und ich habe nicht verstanden, dass es ein Date ist. Also ich war wirklich so ein typischer Dude mit Frauen, sendet mir doch Signale. Und ich erkenne die Signale aber nicht, obwohl sie relativ... Ne? Also ich wurde von einem Mädel aus meiner Klasse gefragt, ob wir zusammen ins Kino gehen. Und ich hab's übel verkackt. Also in Dates bin ich echt nicht gut, wenn ich eingeladen werde auf Dates. Also da bin ich, glaube ich, so ein Horror-Dude, was das angeht. Also wirklich schlimm. Es war noch sowas, dass ich vor dem Kino musste ich noch was abholen, wodurch wir zu spät gekommen sind und die ersten 5 Minuten vom Film inklusive Werbung verpasst haben. Katastrophe alles. Alles Katastrophe, ey. Ich glaube, ich wäre mit mir selber danach nicht mehr auf ein Date gegangen. Wenn ich das Date arrangiert hätte. Wir könnten noch ein paar von den Nachtsierer-Anhängern gebrauchen. Direwolf Peltmantlet könnten wir auch noch nehmen hier. Für den Lone Wolf. Hallo Xan. Wunderschönen guten Morgen. Auch schon aufgewacht. So, wir hatten hier doch jede Menge Müll eigentlich gesammelt, oder? Du bist gar nicht so müllig. Moment, du hast mal guten Morgen gesagt. Du hast gar nicht hier wunderschönen hier guten Abend gesagt. Du sagst immer sonst mal guten Abend. Geht's dir gut, Xan? Ist das ein Hilferuf? Muss man dir was schicken? Oder so. Bin noch etwas müde. Okay. Deswegen frage ich ja, muss man dir was schicken? Essen haben wir hier noch? Was mache ich für Essen? Oh. Wenn wir hier verkaufen, kann man wahrscheinlich sogar woanders besser verkaufen. Und sogar relativ buntes Varianten an Essen gerade. Da haben wir genug von. Essen haben wir genug von. Und Reparatur kostet hier ein bisschen viel. Würde ich jetzt nicht machen wollen. Dann würde ich mal sagen, wir machen hier Nachtsehrer. Haben wir 2 hergestellt. Ich habe bei Bannerlords ein wenig die Zeit vergessen. Hast einen Hund? Hast gute... Hier, du hast noch ein bisschen Moralproblematiko. Wie lange hast du denn jetzt schon Bannerlords gespielt? Ist das dein nächstes Game nach Battle Brothers? Nach dem Durchsuchten? Hier hätten wir noch einen Kultisten. Wir haben sogar noch 2 Kultisten. Was war unsere Ambition? Eine Mercenary Company defeaten. Ich glaube, die Kultisten brauchen wir eigentlich gar nicht mehr testen. Oh gut, werden die nicht werden. Minus 15 Resolver, der einfach bei bestimmten Moralchecks. Yo, what? Das ist ja der übste Katastrophe. Eigentlich hätte ich auch noch das dritte Playthrough von Nier zu machen. Ja, aber da hast du dich ja über das... Also hast du dich entschieden, ob das 100% ist oder nicht? Ich vermute mal ja, ne? Wenn du das dritte machen willst. 3500 Kill Marauding Greenskins, das könnte ein bisschen knapp werden. 3500 ist ziemlich viel. Southeast zu Brunndorf, das könnten wir machen, dann wären wir bezahlt dafür, nach Südosten zu gehen. Ja, dann machen wir das.
weiß nicht, ob ich 4000 für Orks mir wirklich zutraue. Deswegen machen wir erstmal das. Moment, wer kann? Ben the leader has been sitting with M'Lane the Brawler. Show him the darkness. M'Lane the Brawler has been converted to a cultist. Darth Ghoul is not coming. Darth Ghoul awaits us all. Darth Ghoul is not coming. Darth Ghoul awaits us all. So. Ob ich auf Achievement gehe, ist wieder eine andere Frage. Ja, Nier Automata ist sowas, wo du irgendwie 3 oder 4 Playthroughs brauchst, um das wahre, absolute, wirkliche Ende zu wissen, oder? Da war irgendwie sowas, ne? Beim ersten 1, 2 Mal durchspielen hast du nie das richtige Ende. Ist das richtig im Kopf? Oh, 20 Nachtsjahre, ich glaube, die... Oh ne, die wollen uns nicht. Hätte mich bei 460 Kronen auch gewundert, wenn da 20 Nachtsjahre spawnen. Achso, will ich alle 3 Storys sehen? Oder so. Oder es war so. Ja gut, well supplied am Arsch. Wir gehen mal in die Stadt, glaube ich. Hier nebenan. Was ist das? 220. Sonnenwehr. Nee, nach Sonnenwehr will ich jetzt nicht. Ich würde gerne mal wirklich hier wieder nach Treitenfeste gucken wollen. In die Stadt halt rein. Alternativ können wir mal nach Süden gehen und ein bisschen in Arenas kämpfen, wenn es da passende Aufträge gibt. Ich glaube, wir sollten inzwischen auch mit den Südländern, mit den Nomaden und so ganz gut zurechtkommen. Ja, die haben nicht schon auch keinen Bock mehr auf uns. Und natürlich bei Nacht an, das ist jetzt suboptimal. Hier gibt's, Moment, hier gibt es nicht mal eine Schenke. Das ist eine Feste ohne Schenke. Ihr seid ja irre. Wer macht denn sowas? Bei den ersten 3 Playthroughs 3 unterschiedliche Charaktere. Also. Gibt es auch keinen Auftrag. Gut, für extrem gute Leute habe ich, glaube ich, nicht das Geld. Nee, für sowas halt, dann wird es schwierig. Hier können wir die Sachen ganz gut verkaufen. Das mal verkaufen, weil es bald verfällt. Das brauchen wir nicht. Eine 170er. Die würde ich wahrscheinlich behalten. Für 6. Für 9. Da ist noch Müll. Ja, die Verkaufspreise sind schon okay hier. Deswegen haben wir mal die ganzen doppelten Sachen raus. Die wir jetzt nicht brauchen. Bei denen bin ich mir nicht sicher, ob ich die haben will. Rompia. Zweihandschwert. Ne, Zweihandschwerter will ich ja generell nicht haben. Polearm Two-Handed. Ich glaube, der war besser, oder? Ne, war er nicht. 60 bis 80, 55 bis 80. Aber die hatten einen AOE, die Wars Guide. Aber das ein Polearm ist, ist das ziemlich geil. Würde ich sagen. Balance ist, dass es trotzdem Full Release immer noch Early Access mäßig wirkt. Ich glaube, das ist bei so Indie-Spielen einfach Dauerzustand. Ich glaube nicht, dass sich das viel ändern wird insgesamt bei so Indie-Spielen. Insgesamt. Ich kann mal reparieren. Eine 90er Rüstung. Gehen mal den ganzen Kram hier. Hier unten auch die Schilde. Damit wir schneller setzen können. Wir haben jetzt noch 2 Tage Ration. Ich glaube, Rationen sind hier relativ teuer. Geht sogar. Können wir noch einmal mitnehmen. Tryout mal Adelmar. Das sehe ich uns nicht. Und Ike. Disloyal und Greenskin-Problematik. Dann lieber den Raider. Nee, das ist auch irgendwie nicht so geil.
Du hast, glaube ich, du hast ein Resolve-Problem. Denn der Noble. Aber dafür hast du, glaube ich, insgesamt ganz gute Stats. Es gibt halt so viele Mechaniken, die angefangen wurden, aber nicht vorhanden sind, bzw. nicht implementiert. Uff. Das wird mich ein bisschen abfacken. Mal ehrlich. Deserter, ihr habt halt keine Moral. Wer vorm Krieg wegläuft, den wollen wir auch nicht haben. Brauchen wir noch einen Speer? Ich glaube, mit Speeren kämpfe ich gar nicht, ne? Brauchen, wenn dann wirklich nur ein Stufe 3 Cleaver haben wir schon. Hier haben wir schon einen Noble Sword sogar. Das Fencing-Ding ist irgendwie, I don't know. Mal sehen, ob das noch viel Damage macht. Hier ist noch ein Noble Sword. Ne, Stufe 3 brauchen wir auch nicht gebraucht. Nein, den Stufe 3 Flegel, den gibt es hier aber nicht. Wie sieht es hier mit der Rüstung aus? Könnten wir uns noch was kaufen für bessere Haltbarkeit? Eater Shields. Nee. Lass mal Richtung Süden gehen, über Brunndorf. Aber ja, habe ich auch schon gehört. Aber das ist doch jetzt Bannerlords 2, oder? Was du spielst. Bannerlords 1 gibt es doch schon ewig. Das ist doch irgendwie 2013 rausgekommen, der erste Teil von Bannerlords, oder? Der war, glaube ich, auch ganz okay fertig. Nach Nordwesten. Das sind 3000 für Greenskins around Sandfels. Aber wir versuchen das mal. I try. Halt, nicht das überschreiben. Hier, das überschreiben. Kultus Stream. Let's try. Accept this contract. Wir versuchen, Orks für 3000 hier zu killen. Ach so. Es gibt auch noch ein Spiel, das heißt Bannerlords. Also es heißt wirklich nur Bannerlords. Ich wusste nicht, dass du Mountain Blade 1 meinst. Oder Mountain Blade überhaupt meinst. Also es gibt ja wirklich noch ein Spiel, das heißt Bannerlords. Aber welche Mechaniken wurden, da kann ich ja sogar mitreden, welche Mechaniken wurden denn bei Bannerlords angefangen und nicht umgesetzt so richtig? Hier mal Rolling Greenskins habt ihr. Deswegen ist bei euch alles teuer. Und es gibt fast nichts. Less Recruits available. Ooh. Wow. Nightblind, loyal, ja, aber hat die komplett falschen Varianten. Da ist noch ein Beekeeper drüben. Goblin Raider bei Nacht. Dann M-Lane, let's go. Da bin ich ja gespannt. Stimmt, Greenskins können auch Goblins sein, das vergesse ich immer wieder. Die dürften jetzt aber echt wenig treffen. Hier, die haben 5er Chances und 11er Chances mit ihren Ranged. Oh. Da sind Wolfsreiter dabei. Jo, jo, jo. Hallo. Wir haben gar nicht so eine krasse Backline, ehrlich gesagt. Weil wir, also, ja, die sind nicht so gut bewaffnet, aber den davon. Servus. Der Unwurf ist getriggert. Hat er nämlich 31 ohne Schild. Wenn ich jetzt hier hingehe, mache ich den Lone Wolf kaputt. 1, 2, 3. Hier müsste es noch okay sein. Ohne kann er mal reingehen. Jetzt kommt ran, aber ihr kommt nicht ran, ne? Weil ihr so viele Rangies habt. Selbst die Wolfsreiter kommen da nicht ran, weil sie so viele Rangies haben. Ist ja ein bisschen blöd. Hm.
Der ist ja wirklich ein bisschen blöd. Eins, zwei, drei. Hierhin darf ich aber jetzt steppen. Und dahin. Ein Wolf will ich jetzt eigentlich hier nicht ein Hund will ich eigentlich jetzt nicht einsetzen. Oh, drei. Das müsste eigentlich auch noch gehen. Den Lone Wolf. Will der jetzt eigentlich nicht ransteppen? So wirklich, weil dann der Wolfsreiter mich attacken kann komplett. Was? Workshops, dann KI-Entscheidung für Politik und Verteilung von Thieves, Interaktion mit einzelnen Personen. Statt ganzen Clans und noch ein paar weitere, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Okay, was ist denn an. Was ist denn an Workshops, was dir fehlt? Also ja, du kannst. Ich weiß ja, dass du mehrere Sachen bauen kannst. Ne? Du kannst die ganzen Workshops bauen und so weiter. Und stimmt, da erinnere ich mich, es war mir nicht so ganz klar, wann meine. Oder kaufen, besser gesagt. Ich glaube, es ging auch zu bauen, manche Sachen, oder? Du konntest sie, glaube ich, nur kaufen und dann ummodellieren zu einem anderen Workshop. Jedenfalls war mir nicht ganz klar, wann welche Art von Workshop am sinnvollsten ist, wann die am meisten bringt. Wir gehen doch. Oh, das habe ich nicht gesehen. Ups. Der Wolf kann so eine Defensivhaltung einnehmen. Das habe ich jetzt erst zum ersten Mal erlebt. Ja, jetzt gehen sie doch hier hinten rein. Die Schweine! Ah, da sehe ich das. Okay. Aber du hast doch eine super gute Defense. Du hast 70 Defense, du wirst es ja wohl hinkriegen. Hier, zack. Als ob du das nicht hinkriegst. Danke. Er hat jemanden gefangen! Die Sau. Guten Tag. Haben wir den Hund auch noch direkt weg? Das ist immer wieder witzig, wenn die denken, ja, ho, ho, Backline, ho, 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 komm mal rein, ho, 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 ho. Am Arsch. Du kannst mal mit dahin gehen und du kannst... Dammit. Hier hingehen wahrscheinlich. Und der Bonkening! Ach, Mann, oh. So, wenn ich jetzt hier einen Schritt rangehe, geht mein Lone Wolf leider weg. Kann ich jetzt nur leider nicht ändern. Bei dem Schritt, den wir ran müssen. So, den aufgeschnitten. Der will noch kämpfen. Werden sie berechnet? Ich muss kurz aufpassen, ob hier was passiert. Hier irgendwas hitten. Na, ja, da wird ach. Er wird ganz schön gehittet. Unangenehm. So, die Workshops werden zwar berechnet über den Markt. Preis der Stadt, aber es verkauft ihre Waren nicht wieder an die Stadt, sondern die verschwindet einfach. Außerdem hat man keine Möglichkeit gehabt, Rohmaterialien direkt an den Workshop zu geben, wenn er dir gehört. Ja, das stimmt, das ist mir schon aufgefallen. Du kaufst ihn halt und er macht Gewinn oder nicht. Wie und warum erscheint echt random. Genau, das war auch das Problem, was ich hatte. Wieder zugepiekst, ey, die Schweine. Der hat jetzt wieder Bock zu kämpfen, das ist ja auch weird. So, darf ich jetzt? Ich muss einen rangehen, darf ich jetzt? Ja. Hab nicht getroffen. Dödüm. Kopf ab! Alter. Manche von meinen Leuten sind einfach so gut geworden. Holy moly.
einfach so gut. Wir müssen mal hier unten reinrennen, damit die uns nicht alle abhauen. Also ja, das ist auch einer meiner Probleme gewesen. Dass sich ein bisschen random angefühlt hat. Wer oder was, wie viel Gewinn macht von den Sachen. Hunde raus. Hunde schubsen. Da hoch komme ich nicht mehr, leider. Dammit. Alter, Xan, du machst so viel Damage gegen die Gegner. Das ist so übel, du tötest so viele Leute. So viele Leute. Das ist echt bitter. Wieder eingeplättet. Er wird nicht gerannt. Das ist der nächste Rennen. Ah, der rennt. Den kriege ich, glaube ich, auch nicht mehr. Also die Hunde kümmern sich um den. Aber der Hund kümmert sich nicht um den. Ich habe ja auch einen Noble Warm mit 3 Köchern. Vollstack Balanced Botkin Bows. Nee, bei mir nicht. Bei mir hast du eine fucking Standarte. Aber damit tötest du halt Menschen. Bei mir hast du einfach eine Forking-Standarte. Du piekst damit ständig Leute nieder. Ja, vielleicht kann der Hund noch. Ich weiß, dass die Standarte weniger Schaden macht als ein gescheiter Paulum, aber du bist halt ein Standartenträger und nebenbei halt machst du noch ein bisschen Damage. Man, wie viel war es jetzt? 335 Damage, Mann. Du machst... Okay, Ricky hat es noch ein bisschen mehr übertrieben, aber... Du bist gut dabei bei meinen Damage-Dealern. 16 Damage hat mein Dolchi gemacht, ey. Der ist aber auch nur dazu da, um Leute zu behindern. Okay, die 3000 Greenskins waren okay, aber es war auch Nacht. Also das soll man nicht vergessen. Wir hatten gerade ein echt vorteilhaftes Gefecht für uns. 3 plus 3. Plus 4, I guess. So, eigentlich können wir dir auch mal Battleforge geben. Einfach nur, damit du mehr aushältst. Weil du hast jede Menge. Ein Handgun-Typ gegen 24 Nachtzauber war lustig, 1037 Schaden. Glaube ich, weil die immer wieder reinrennen und sich zusammenstellen, ne? So ein bisschen die Frage. Ach ne, hier, Berserk ist das erste, was wir geben müssen, damit du nochmal zuhauen kannst. Aber wir könnten trotzdem da mal dickere Rüstung einsetzen. Hier zum Beispiel die für den Kopf. Und das ist eine 90er. Soll ich noch eine 110er wenigstens so. Damit M-Lane nicht ganz so blöd dasteht. Also sogar die 140er geben. So. So, du bist ein Spearman, ein Fencer. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall das. Du brauchst das. Du brauchst das. Und da wir hier extrem hochgehen, Initiative, kriegst du wahrscheinlich direkt Dodge oder Gifted. Wir nehmen Gifted, ich brauch die Stats auf die. Nochmal plus 5. 3, plus 3, let's go, das ist gut. Das ist gut. Die Bögen zu reparieren lohnt sich, glaube ich, schon. Die sind gar nicht so scheiße, die Goblin-Bögen, genauso die anderen Goblin-Waffen. Rulfaldchon und sowas, die sind glaube ich alle sogar ganz gut was wert. Falchons sind sogar mit der meisten wert, glaube ich. Wenn dann 67er schon 600 bringt. Das ist aber auch noch 682, das lohnt sich auf jeden Fall zu reparieren. Ja, gehen wir mal ab. Keine Range Defense, denn ist schön so oft, dass man jede Runde 5-6-6 hitten kann, das glaube ich dir. Handcannon, muss ich aber ehrlich sagen, habe ich noch nicht so richtig zum Laufen gebracht. Also bei mir. So, plus 2, plus 2. Er hat minus 28 und minus 17.
Braucht er noch mehr Ausdauer? Der braucht, glaube ich, eher mal die HP, ne? Ich glaube, der braucht eher mal die HP. Damit er, wenn er dann doch mal irgendwas durchgeht. Aber jetzt geht er erstmal Battleforge, der gute Mann. Wenn er dann doch mal irgendwas durchgeht durch die Rüstung, dass er dann noch ein bisschen HP-Puffer hat. Bei 50 ist ein bisschen wenig als Basis-HP. Ich habe mir übrigens heute Tee gemacht und statt schwarzen Tee, wie ich sonst mache, aus den grünen Tee erwischt. War eine dumme Idee. Das schmeckt einfach nicht. Grüner Tee ist einfach echt widerlich. Echt, echt widerlich. Das ist gleich verrottet. Das auch. Tee essen ist ja ein bisschen knapp. Gib mal Brot her. Ich meine, wie sind hier die Verkaufspreise? Puh, so okayisch. Ich glaube, die billigen Sachen kann man trotzdem loswerden. So ein Müll halt. Du bist widerlich. Es ist grüner Tee, ich hab. Aber der ist so schnell so bitter, es ist echt schwer. Vielleicht habe ich einfach einen Ticken zu lange drin gelassen, um es echt schwer, grünen Tee schmackhaft zu machen. Und da ist schon Honig drin. Also. Tut mir leid. Ist einfach nicht mein Fall. Da finde ich schwarzen Tee deutlich besser und deutlich einfacher hinzukriegen. Moment, was ist denn hier für ein Event? Disbanded Troops. Buying for less, selling for less. More recruits, soldiers are more likely to be available for hire. Essen ist erstmal was Gutes. Ein Brot. So, jetzt mal wieder für 4 Tage. Dann brauchen wir hiervon ein bisschen was. 80, 100 nehmen wir mal hier mit. Das ist ein ganz okayer Preis gewesen. Wie sind hier die Verkaufspreise? 17. Ja, dann hier. Tauschen wir ein. Hier die ganzen Goblin-Sachen, die wir geradet haben. Da ist noch eine Goblin-Sache. Da ist noch was, was wir nicht brauchen. Goblin. So. Jetzt ist mir was noch nicht ganz klar. Ich hatte doch. Ich habe beide schon. Ja, ihr seid leider schon auf die Backline zugeschnitten. Ich würde eigentlich ganz gerne tatsächlich die Wars Guide benutzen, gerne. Als Ranged Weapon. Immer ein bisschen Backline-AOE. Aber ich glaube, ich habe niemanden. Der dafür noch in Frage kommt. Doch Sonics könnte ich noch nehmen. Aber der hat eigentlich. Fette Rüstung. Das ist Quatsch, da eine Wars Guide zu nehmen. Ich glaube, ich habe 4 Minuten genommen und das ist halt schon am oberen Ende. Deswegen kann das ein bisschen an mir liegen. Gebe ich ja recht. Wenn dir die Wars Guide gefällt, schau mal, was du in den Stadtstaaten an Waffen bekommst. Ja, da wollte ich jetzt ja auch hin. Ich wollte jetzt nach Süden gehen. Mal gucken. Erst müssen wir wieder mal eine Runde saufen gehen. Was ist hier beim Armorer? Gibt es nichts Spannendes? Mal wobei. Code of Scales ist schon ganz geil mit 300. Das würde ich gern einem meiner Leute gönnen. Aber da ist ein Geld gerade ein bisschen knapp. Aber 2 Fighting Axes, die wären auch geil. Aber ich glaube, wir haben niemanden mehr, der mit Axt wirklich kämpft, oder? Nee, wir haben keine Axtkämpfer bei uns dabei. Außer halt die Long Axes. Haben wir keine Axtkämpfer dabei. Armor haben wir geguckt. So, hier, was geht hier ab? Min. Den kennen wir schon, den wollten wir nicht haben. Hier ist Konrad, ein Kultist. Der ist gierig. Ja, da gibt's Soldaten. Ein Deserter, ein übel teurer Oathtaker. Hat aber, glaube ich, eine ziemlich gute Rüstung. Und ein Warhammer, also. Sir Adventurous Noble. Aha. Für 4K. Ein Squire kann doch auch super gut sein, oder? Nee, doch nicht. Das ist nur die bisschen bessere Standardversion. Aber der Noble kann ziemlich gut sein, wenn er gut rollt. Try out. Du verarschst mich doch.
HP, scheiße, Ausdauer, meh. Resolve, nicht so gut. Ausdauer, meh. Skill Average, also Melee Skill, Range Skill ist halt immer kacke. Melee Defense, scheiße. Also der ist ja in allem kacke, was er hätte rollen können. Und der ist halt wirklich nur ein bisschen besserer, also der kann einen guten Melee Skill haben, das ist alles. Paranoid und Surefooting. Er hat einfach plus 10 Defense mehr, der fängt mir 13 Defense an. Hat dafür aber keine Initiative und so einen Battleforger machen, weiß ich nicht, mit 100 Ausdauer. Vor allem ist das dann wieder ein Tank, wollen wir eigentlich nicht haben. Und der hat nicht mal eine Trade übrigens. Jetzt so, wo sie zu Soldaten sind, wahrscheinlicher, dass sie vorhanden sind. Fuck you. Moment, Auftrag. 1300 Kill Marauding Greenskins und Sandfist. Puh, nehmen wir halt nochmal mit, ne? Auch mal Marauding Greenskins und diesmal sind es deutlich weniger. Diesmal sind es nur 1500. Das sollten jetzt aber hoffentlich Orks sein. Da es gerade Nacht wird, müssen wir hier kurz wieder tauschen. Wollen wir unseren Dude sinnloserweise im Nachtkampf mitnehmen, unseren Armbrustschützen. Ja, they must be close, ist schon klar. Huh? A few brothers come back to you with the most curious of stories. Apparently Sonics, the ever sure-footed self, would manage to make a bit of a name for himself in Sandfeld. By carousing with ladies on the tavern staircase, the banister broke and a damsel went carrying downwards with a horn of ale in one hand and the wench wrapped in the tender grip of the other. The mercenary stuck his foot out and managed to catch the falling mistress on the toe of his boot, quite literally bringing her to heel, much to the roaring applause of the inebriated crowd below. You ask where he is now, the mercenary's love dropping through with the easily impressed. What else? Okay, Sonics durfte ein bisschen rumvögeln. Das ist aber wieder Tag, jetzt können wir den hier theoretisch wieder nehmen. Hallo Greenskins, kommt her. Oben waren Spuren, sind seid ihr die Greenskins, die wir suchen? Goblin Raiders, ihr seid die Greenskins, die wir suchen. Bei Nacht seid ihr schon deutlich einfacher, ne? Nur mal ehrlich. Können wir noch kurz einen Tag, ein bisschen warten, bis Nacht ist? Das wäre mir lieber. Ja, wir wissen, dass wir nah dran sind. Wir wissen sogar, wo sie sind. Lalalalalalala. Oh, da kommt noch Undead. Hallo, Undead. Mach mal Nacht. No! Ach, come on. Oh, ein Goblin-Schamane. Okay. Den kenne ich noch nicht. Und ich glaube, der ist echt ekelhaft. Also, weil ich das im Kopf habe, ich habe den schon mal irgendwo gesehen. Macht er so Gaswolken, in denen wir nicht drin stehen bleiben dürfen, was es ein bisschen schwierig macht, überhaupt konstant zu kämpfen. Ja, da hätte ich es lieber bei Nacht gehabt, glaube ich. Also gerade weil die Sachen immer mit den Netzen und so auffangen und dann hast du Gaswolken, also wir müssen uns hier sehr weit auseinander lamüsern. Damit das alles funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie den Schamanen töten, relativ früh. Ja, wir können hier natürlich jetzt ransteppen mit dem. Einfach mitten reinsteppen mit Ben. Müsste es eigentlich abkönnen. Mit dem können wir halt eh nicht mehr attacken. Ja, da ist der... Oh, never mind. Break free. Break free. Break den mal free. Bin eh nicht ransteppen. Kannst du den free breaken und den free breaken. Und wir breaken uns selber free, hoffentlich. Vielleicht oder auch nicht. I want to break free. Ja, das kommt dann ziemlich gut hin. So, das ist unser Solo-Dude. Warte es mal kurz. Der sprintet volles Ballett rein. So.
5. Ja, wir müssen uns jetzt ein bisschen verteilen. Eigentlich. Das ist so meine Idee. Wenn wir da rangehen, haben wir ein Problem. Wobei der läuft halt weiter nächste Runde. Der würde nächste. Das ist doof, dass der jetzt gefangen ist und in allen drin steht. Das ist auch doof, dass er gefangen ist. Moment, was? Warum ist Sacred nicht Solo? Der Solo-Dude wäre doch viel geiler, einen Sonlo zu haben. Ich verstehe, wo du hin möchtest. Aber habe ich mich dagegen entschieden. Ganz von Stats, glaube ich, passender. Ach, come on. Au. Oh, Alter, machen die viel Damage. Ich wusste schon, warum ich das nachts haben wollte. Nur die Wegfindung hat mir wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ach, come on! Ist das nervig. Sind noch 3 AP. Brauche ich 3 AP zum Befreien oder weniger oder mehr? Noch hier hingehen. Oh ne, das geht's nicht mehr. Ja, damit ist die Ausdauer vor allem schon voll. Ja, weil ihr kostet mich auch noch Initiative und alles und Trap Wines. Das ist ja eine Katastrophe. Das ist ja so nervig. Wuffy! Nice. Wuffy, do your thing. Aua. Hört auf, meine Leute hinten am zu snipen. Ihr Schweine. Au. Alter, sind die Hits ekelhaft. Come on. So, machen wir erstmal einen weg hier. Gehst mir so hart auf den Sack, weißt du das? Ja, du kannst einfach hier den machen. Du bist eh am Dingensen. Am Fliehen. Muss mir, glaube ich, mal hier davor stellen. Gegengift kann ich mir aber geben. Den befreien? Doch, ich würde gern den befreien. Das war nicht so geil. Du hast eine Zone of Control, also darf ich nicht weitergehen. Befreien! Oh, der rennt sogar, die Sau. War fast nur noch die Rangies von ihnen. Ja, aber die tun halt immer noch weh. Also dafür, dass das gerade... Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten halt davor den Nacht... Kampf und das ist kein Nachtkampf. Das ist halt der große Unterschied gerade. Wir können hier reinsteppen trotzdem. Hallihallo, John. Wunderschönen. Moment, du bist. Ne, das ist inzwischen Zone of Control, ne? Ach, dieser blöde Schamane geht mir hart auf den Sack.
Da kommt jetzt wieder guten Abend. Okay, ich bin verwirrt. Der rennt, dann brauchen wir den nicht unbedingt. Rein, befreien, befreien. So, he's the bonk. He will be bonkening. Befreiung. Machen wir dich mal weg. Hallo verwirrt, ich bin Xan. Ich bin verwirrt. Ups. Ich habe gesagt, ich bin verwirrt, weil gerade eben hatten wir einen 3000er Fight, der ganz entspannt über die Bühne ging. Und jetzt sind wir halt so zermüllert. Das ist ein bisschen unangenehm. So, der rennt schon. Der rennt auch. Hat auch wenig Lust. Ich hätte den Hund noch setzen können. Ich hab mal da unseren Lone Wolf deaktiviert, ne? Weil der so nah dran ist. Der kann nicht mehr angreifen. Ach, weil der immer noch dieses blöde Giftzeug hat. Der hat immer noch das blöde Giftzeug. Und kein einziger Hit. Kein einziger Hit. Ein 54er und 52er Swing. Schade. Kopf ab! Hallo. Hier kann ich noch attacken. Kopf ab! Die Sau da unten rennt noch weg, ne? Der steht auch noch da oben rum, der ist gar nicht komplett weggelaufen. So, blöde Schamane, machen wir zum ersten Mal einen Schamanen platt aktuell, wie es aussieht. Ich kann jetzt mal den da jagen. I remember my first Orc Berserker in meinem ersten Playthrough. Ein Round mit 5 Hits auf meinen Dudes, 4 sind geköpft worden. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so läuft. Da! Fucking, ich hab ein Achievement gekriegt für den blöden Drecksschaman. Der ist einfach nur penetrant am Aufhalten der Leute. Ja, ich kann da zwar reingehen. Aber will ich das? Ich glaube nicht. Nicht mit dem, der ist ein bisschen low. Vielleicht wohne ich mit dir so ein bisschen. Aber du kannst da, glaube ich, noch hingehen. Und du. So, jetzt stellst du dich dahinter. Okay, haut alle ab. Sind alle am Rennen und der Hund hinter den, der sowieso schon getaggt ist. Dammit. Ab hier stochen. Sonst habe ich, glaube ich, gerade keine Hunde mehr zur Verfügung, ne? Also wir wurden ordentlich zerschossen. Das ist immer noch, die zeigt, unsere Schwachstelle ist Range Defense. Was wir hier aus dem lernen können. Wir haben keine Hunde mehr, die wir irgendwie nah ranbringen könnten. Das war 50% Damage Resistance. Wusste ich gar nicht, dass die Berserker bei Kills Damage Resistance kriegen. Ja, also das... Da haben wir ordentlich auf die Nase gekriegt. The battle over to discover a surprising captive amongst the ruins of the battle. A merchant clothed in bloody skills. He approached you. 177 Kronen. Ja Gott, hier, wir bringen ihn nach Brunnendorf. Nicht sowieso noch? Ach ne, wir mussten hier von Wackerfeste, ne? Bei Hits brauchen nicht mal Kills. Uff. Ja, das ist natürlich unangenehm. So, du musst jetzt mal, du tauschst mal mit Sepp dem Märtyrer hier. Witzigerweise, Sepp der Märtyrer ist der, dich eigentlich opfern wollte in der Frontline, ist jetzt der mit dem höchsten Duff cool. Rang. Sehr geil.
Sehr, sehr geil. Wie viele Töne hat, kann ich nicht beurteilen. So, 177 Kronen, jetzt für 1300 Abschluss darunter. Müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Was haben wir eigentlich hier beim Retinue? Fehlt immer noch eins, ne? Bei 3000 irgendwas war das, wo wir das gekriegt haben. Wir haben den Schnelllauf, haben wir noch gar nicht. Aber den Negotiator, wir müssen halt wirklich den Negotiator nutzen, damit er sein Gold wert ist. Ist ordentlich rein negotiaten. So, erstmal einen trinken darauf, dass wir es geschafft haben. Gas, gas, a step on the gas. Hier waren wir, glaube ich, schon durch, ne? Hier war das mit den Spielen, wo nichts war. Auf nach Tanbir. Gibt ja noch ein Achievement dafür, Allied mit so einer südlichen Stadt zu werden. Das können wir ja auch nochmal angehen. Bisschen Achievement hunten. Das ist einfach noch eine Abandoned Fortress. Die kann aber theoretisch wieder aufgebaut werden, wenn man eine passende Quest dafür kriegt. Wurde es noch nicht. Oder wir haben die Quest nicht gefunden. Alles möglich. Alles im Bereich der Möglichkeit. Moment, warum haben wir jetzt 44 Provisionen pro Tag? Wir waren gerade bei 36 Provisionen pro Tag. Weil wir in der Wüste sind? Ach! Serpents. Können wir aber mit dran teilnehmen, oder? Hier für XP und so. Die haben verloren? Nevermind. Nevermind. Not going to do that. Was geht denn hier in der Arena ab? Hyenas. Four of the giggling mutts to be exact. Good luck and may the guilder watch over you. Ja, ich weiß, weil die Leute immer so ranziehen und einspinnen oder einen. Okay, wir brauchen 4 Hyänen. 3 Männer gegen 4 Hyänen. Das hört sich ja gut an. Und 1000. Ja, das hört sich mega gut an. Ja doch, das schaffen wir. Das kriegen wir ja wohin. Dann halt ohne Hund. Oh, was haben wir hier? Gnarly Stuff. Dann sagen wir mal reparieren für den Verkauf. Wo sind denn die Sachen hin? Oh, verdammter Wahnsinn. So, hier, das. Du kommst da rein. Wen nehmen wir noch? Wahrscheinlich Sono. Der braucht übrigens das auch nicht mehr, sehe ich gerade. Er hat eine sehr, sehr gute Moral. Hier kriegst eher du. So, jetzt brauchen wir noch einen dritten. Deli? The Sacred? Wir haben jetzt 2 Cleaver Boys. Oder wir nehmen halt Ben. Der einfach Leute verprügeln darf. Die Jähen sollten eigentlich nicht so problematisch sein. Wir nehmen unseren Märtyrer. Würde ich sagen. Let's go! Ja, eh keine Frenzied, oder? Nee, das sind ganz normale Scheiße hier. Erstmal ein 60er-Hit verkackt. Ja, geil. Noch ein 72er-Hit verkackt. Ja, geil. Aber wir sollten eigentlich genug Defense haben, dass es nicht so ein Problem ist gegen die normalen Hyänen. Es dauert nur eine Weile, wenn wir nicht hitten. Also wir müssten ein unfassbar schlechtes RNG haben, um gegen das zu verlieren. Ich meine, wir waren alle dran. Sag ich doch. Sag ich doch. Ich glaube, das ist eh sowieso viel spannender fürs Publikum, wenn wir die ein bisschen rankommen lassen, ein bisschen auf uns rumkauen lassen und ein bisschen dann zerschneiden. Anstatt sie direkt kaputt zu machen. Hey! Thank you.
Juhu! Ich hab sogar ein Level-Up für Sono im Moment. Sono ist schon Level 11 oder so gewesen. Pitfighter! Was, glaube ich, erst auf einem der höchsten Level wirklich einen Bonus gibt, ne? Leider. Gibt es, glaube ich, erst später einen Bonus, der Pitfighter. Aber jetzt haben wir die Trades sind schon ein bisschen länger jetzt bei manchen Leuten, ne? Ja, genau, und du hast. Ach hier, du hast. Ne, du hast jetzt tatsächlich Level 11 erreicht dadurch. Du bist einer unserer Haupttanks. Aber bist auch ein ganz guter Damage-Dealer mit deinem Cleaver. Du hast 67 Ausdauer. Ich glaube, ich würde ihm Recover geben. Und Fearsome. Müssen wir was nachgucken, ob Blutung als Damage zählt, als Verletzung zählt. Battle Brothers Wiki. Ich gucke mal einfach nach dem Trade Executioner. Ist er traumatized? Also warum hat er nur 30 Inni? Moment, wer? Er hat einfach nur 30 Inni. Weil er so schwere Klamotten trägt. Und ich Inni nicht gelevelt habe auf ihm. Der hat nur ein Brain Damage Verletzung. Uns hat er nix. Achso, Brain Damage macht ja auch noch minus Inni. Ja, doch, dann. Executioner. Executioner. Da steht da nicht dabei, was alles als Verletzung zählt. Any injury effect like a broken arm steht hier. So, nur mit Brain Damage ist alles normal bei ihm. Ja. Fand ich jetzt auch nicht. Auch nicht schlimm. Was sind denn Injury-Effekte? Injuries. Okay, Blutung ist kein Injury. Da geht's wirklich um die Bildersachen, die irgendwelche Stat-Mali geben. Blutung ist kein Injury-Effekt. Dann ist Execution, glaube ich, nicht so geil auf ihm. Guten Tag, Sono. Dass sie selber beleidigt und hallo. Ich glaube, ich würde ihm gerne Recover geben. Das kann ich gut, ja. Könnten wir ihm natürlich 9 Lives geben, aber ich hoffe eigentlich, dass wir nie wieder dazu kommen, dass er auf 0 HP runtersinkt, weil er unfassbar viel Rüstung hat. Ah, aber Underdog. Underdog ist viel smarter, ihm zu geben, wenn er ein Tank, ein Frontline-Tank ist. Er kriegt Underdog. Plus 3, nochmal geil, nochmal plus 3. Fett, fett, fett. Und nochmal plus 3. Für die Ausdauer, geil. Das sieht gut aus. Geht zum Friseur nach trainieren oder? Ja, der Plan ist so, habe ich ja gesagt, am Ende des Battle Brothers Stream ist heute Training. Da muss ich mich nochmal kurz umziehen, weil ich habe noch nicht meine Trainingsklamotten an. Aber ja, heute ist dann, ich habe schon vorbereitet, eine Stunde Training. Hat also nur so semi funktioniert. So, Arena haben wir gemacht. Beim Alchemisten. Potion of Knowledge. Plus 100% Experience Gain. Drink this item will be consumed in the process. Wie sind die Preise hier? 21! Oh, geil. Warum ich noch nicht repariert habe, war das. Ich habe ich repariert. Was verkaufen wir hier? Richtig gut. Mögen die mich so, weil ich gerade in der Arena gekämpft habe oder was? Achso, hier den Kram können wir dann dort raushauen. Viel Spaß damit, auch wenn es jetzt beim Alchemisten ist. Hallihallo, Zwubichen. Einfach nackt machen und Cam aus. Nee, es geht ja darum, dass ihr seht, wie ich mich abhetze. Worum umziehen, ausziehen reicht. Ein Stream von anderen. Soll ich jetzt auf OnlyFans streamen für euch, ja? Wäre euch das lieber? Muss ich dann nackt mein Dingeling rumschwingen lassen beim Training machen, ja? Das ist, was ihr wollt. Das ist die bessere Version des Two-Hand Cleaver, ne? 65 bis 85.
haben wir denn hier noch für einen? 25, 120. Kann der auch Liegestütze? Nee, ich glaube nicht. Nicht, dass ich wüsste. Wobei, manchmal sieht es so ähnlich aus, ne? Wenn ich auf dem Rücken liege und dann... Aber lass mal das. Was kannst du? Mace One Hand. 40-70%. Kann ich dann... Eine blöde Frage. Wenn ich jemanden meine One Hand, diese One Hand Mace gebe, ist ja scheißegal, gebe ich jetzt dem Dude. Er hat wirklich nur die Mace-Fähigkeiten, ja gut. Ich dachte, vielleicht hat er jetzt irgendwie noch andere Fähigkeiten in diesem Festhalting, vielleicht hängt das ja an der Waffe. Aber das wäre wahrscheinlich zu stark, wenn der Spieler das einsetzen könnte. So, Tempel, da könnten wir ein bisschen Leute reparieren. Ich glaube, das heilt eh in relativ kurzer Zeit. Ja, wo hier bei Tomorrow und sowas. Arena, Alchemist, Marketplace. Was gibt's hier noch so? Alles arschteuer. Mirage Sighting. I have caused a lot of mirage sightings to report these strange figures shuffling within them. Und Ambush Trade Routes. Deswegen. Achso, deswegen kauft ihr aber so gut. Deswegen kauft ihr so gut, aber deswegen kann man bei euch nichts bezahlen. Literally nichts kann man bei euch bezahlen, so. Jetzt hätten wir hier die Nomaden. Mit einer sehr, sehr guten Defensive. Will aber 40 pro Tag, also der kostet auch ordentlich Kohle pro Tag. Der junge Mann. Und Gladiator. Der will auch 40 pro Tag. Kostet aber 7000 zur Anschaffung. Der kostet. Achso, der ist auch schon Level 4, holy shit. Er ist gar nicht so viel schlechter als der Gladiator. Okay, im Melee-Skill ein bisschen, aber in der Verteidigung. Und ein bisschen in der Verteidigung kann er schlechter sein im Roll. Also Nomaden rekrutieren könnte auch richtig gut sein. Plus 5 Resolve. Minimalroll auf Melee-Skill. Ja, geil. Dafür ganz okay ein Defense Roll, super viel HP. Den müsste man eigentlich tatsächlich dann zu einem Nimble Dude machen. Dass der einfach mit seinen eigenen Hitpoints immer tankt. Weil der halt dann ja maximal 40% seiner Hitpoints verlieren kann in einem Hit. Aber er darf halt nicht so oft gehittet werden, dass er so ein bisschen, dass sonst, wenn er da dreimal gehittet wird, ist er auch tot. Für diese 40%. Ja, nee. Das ist irgendwie nett wert. Wir gehen mal in die andere Nachbarstadt. Achso, Moment mal, Aufträge. Die Aufträge sollten wir uns vielleicht noch angucken. Wir müssen ja gar nicht. Visier, la 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 la. Your service have been summoned to help deal with it. Ifrit stalk the sand. If you do not agree to the compensation, then we shall summon ourselves another steed. Aha. Need to get paid more for this. Ifrits killen. Boah, bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Die hören sich immer sehr, 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 sehr scary an. Almost forgotten I had requested your sword to come ruin my day. Wow! Is there the vizier as he is? Well, I suppose I should sally an hour if only to get this matter settled. Nomads are ravaging my caravans as they are. Okay, Nomaden für 1100. 1100 ist eigentlich ein gutes Base-Offer. Das sollten wir hinkriegen gegen Nomaden. Accept the offer, drive off Nomads. Nomaden haben, glaube ich, nicht so eine krasse. Wir müssen das, also, ich kenne mich hier unten nicht aus, ne? Deswegen, wir speichern das mal. Wir probieren das jetzt mal. Und versuchen das Drive of Nomads, weil wir haben hier unten ja eh noch was zu tun, ne? Coven of the Banished. Also, mal hin. So, halt. Aber hier Essen können wir hier nicht kaufen. Scheiße. Das ist ein Problem, dass Essen hier so teuer ist. Weil so viel Zeit haben wir nicht mehr mit unseren Rationen. Wenn wir erst doch nochmal in den Nachbarort gehen müssen, Sachen kaufen, bevor wir hier irgendwo chillen. Das wird sogar knapp mit dem Ankommen, glaube ich.
Zubelchen, wie geht's dir heute? Bist du auch da, um mit uns Sport zu machen dann? Kann man hier Essen bezahlen? Hier kann man Essen auf jeden Fall besser bezahlen als davor gerade. Jetzt sind wir wieder bei 29 pro Tag. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist das falsche Essen für die Wüste oder so, dass es dann mehr verbraucht? Jetzt steht hier wieder 44. I'm confused. A few fallen heroes. Fallen Heroes sind echt problematisch in den meisten Fällen. Ich und Sport, ja. Ja. Ich und Sport? Ich bin ein Programmierer. Ich sitze am Rechner den ganzen Tag und wenn ich heimkomme, setze ich mich an den Rechner. Aber wir machen dann eine Stunde Sportprogramm. Keine Angst, es ist machbares Sportprogramm. Hier, da. Das ist es, was ich dann machen will. Die Fallen Heroes haben eigentlich immer ganz geile Sachen dabei, aber wir sind eigentlich schon im Stand, wo wir die nicht mehr brauchen. Deswegen würde ich lieber meinen Auftrag mit den Nomaden erfüllen. Jagen die uns? Nee, die ignorieren uns. Okay, dann können wir einfach an denen vorbeigehen. Und ich glaube, bei nachts die Nomaden anzugreifen ist sogar ganz okay, weil wir haben ja keine Range Dudes dabei. Wir haben ja gar keine Range Dudes dabei. Scheiße. Wir haben ein Fatigue-Problem mit Xan, sehe ich gerade, ja, weil der. Uff. Weil der ja eine kaputte Lunge hat und jetzt noch. Boah. Das ist bitter. A few archers, some nomad outlaws, many nomad cutthroats. Aber cutthroats sollte man hinkriegen. Let's go. Austausch 9 holen, ja, wäre ich wohl mal. Aber er macht halt ultra viel Damage immer. Ja, wusste ich doch, dass ihr auf den geht, weil ihr den seht. Mal jemanden euch anbieten, damit ihr draufschlagen könnt. Weil die sollten eigentlich die anderen noch nicht sehen, von der Sichtweite her. Oh, hallo. Ah, es wird gepeitscht. Ich glaube, es hackt. Da werde ich angepeitscht. Moment, wer hat jetzt Kling gemacht? Ich glaube ich noch gar nicht. Oh, der hat Klingen gemacht. So, Lone Wolf funktioniert. Wir gehen hier rein, volles Ballett. Müsste ich hier hin? Ja, komme ich. Dann funktioniert nämlich Lone Wolf noch. Da oben. Ach so, da wird auch nochmal Sand geworfen, die Schweine. Mit Sand werfen und Leute auspeitschen. Frechheit, absolute Frechheit. Dass ihr euch nicht schämt. Wir haben hier irgendwie 5% Chance, diese Rangies zu hitten. Gegen 800 im Kräfteverhältnis 50 zu 50 angezeigt werden. Da kommt halt das Level an, ne? Auf die Levelstärke. Ich kann jetzt hier theoretisch hier reinsteppen. Mit Ben kann ich das machen. Das sollte kein Problem sein. Mit dir laufen wir mal außen rum. Maso Modo, entspann dich mal ein bisschen, ja. So schlimm ist es da oben nicht. Da wird wieder rumgeswitcht, ey. Und dann reinswitchen und erstmal allen Sand ins Gesicht werfen, ey. Na super. So, jetzt kann ich einfach direkt hitten für 60 oder ich gebe mir mal das Schild weg hier, dem Dude. Zack.
Ja, kommt dran. Das finde ich gut. Finde ich eine gute Entscheidung. Macht einfach Spaß. Mhm. Glaube ich dir. Aus irgendeinem Grund glaube ich dir das, ohne weiter nachzufragen. Oh, es ist da oben noch gestunt. Mach mal nicht. Lass meine Leute in Ruhe. So, du bist ja noch am Lone Wolf, ne? Zack. Ein einziger hittet so richtig, das ist ja traurig. Der hittet aber. Ja, doch haben sie leider die Action Economy Vorteil, weil sie da viel mehr Leute sind. Dauert echt lange, wenn die nicht hitten. Das dauert echt lange, wenn die nicht hitten. Batz! Batz! Und das ist Xan in der Nutshell. Einfach Leute abstechen. Pix, 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 pix. Und von hinten immer ins Gesicht. Deswegen ist er auch mit niedriger Ausdauer immer noch dabei. Hat schon wieder 2 Kills gemacht. Und die Leute hier hinten fangen schon an wegzurennen. Weil die keine Lust haben, dass die Batzerei sie trifft. Guten Tag. 74 nicht getroffen. Weiß. Er hat mit 73 gerollt für 73, 74, 90. Mm. Mm. Den Schwede gestunt da oben, ja. Schneid ihn mal auf. So, du musst jetzt mal hier rein und jetzt können wir dich mit 68 und dich für 65. Ja, dann nehmen wir dich für 68, würde ich sagen. Und dann setzen wir noch einen Hund hier rein, der mal die Ranges da zerkauen darf. Batz. Der ist down. Sehr schön. Jetzt haben wir den Hund noch. Also wer Hunden Sand ins Gesicht wirft, der gehört aber schon. Die töten den Hund. Die Schweine. Das waren wieder ein 82er, der nicht hittet. Ich könnte kotzen. Das war die falsche Taste. Ich Idiot. Kommt wieder ran. So, du rennst weg. Dann gehe ich hier hin und hau den. Dann rennen die alle drei da oben weg. Sehr geil. Finally. Du rennst hier auch weg. Helf mal dir hier mit, bei dem. Es ist langsam nur noch ein Reinwämsen. Weg mit dir! Die beiden rennen, also überlebt der Hund sogar. Sehr geil. Weg mit dir! Guten Tag. Keine Ausdauer mehr zum Laufen, ne? Zupieksen kann er noch, aber laufen. Laufen ist vorbei. Laufen ist vorbei, Junge. Hallo. Renn mal nicht weg. Ich will dich erledigen.
Abgestochen. Und nicht getroffen bei einer 52. Ja, der braucht halt schon den Lone Wolf Perk, sonst wird's schwierig. Mit der Hit Chance. Insgesamt. Okay, und der kann auch nicht mehr hitten. Ob die jetzt ab noch wegkommen von mir, die Schweine. Er ist einen Schritt neben mich gegangen. Der Hund macht Dinge, die er nicht machen sollte, glaube ich. War noch irgendwo ein Gegner? Nee, ne? Jetzt fangen sie an zu rennen, ey, die Schweine. Hallo? Renn mal nicht. Und du rennst mal auch nicht mehr weiter, bitte. Hallo? Nee, wenn wir einmal gehittet haben, reicht uns das ja. Dann kommen wir nämlich hinterher, wenn wir einen Hit geschafft haben. Wo kann ich hin? Ich kann gar nichts machen, außer den Hund setzen. Wenn überhaupt, okay. Okay. Die Ausdauer lässt gerade hart zu wünschen übrig. Hallo. Bleib doch hier. Sag ich doch. Bleiben Sie hier. Ich will Sie töten. Sie geben XP. Sie sind laufende XP. Hier geblieben. Ich bin sogar höflich und sieze Sie. Also bitte. Bitte, Brigitte, bleiben Sie hier. Und geben Sie mir Ihre XP. Jawohl. Ha, jetzt haben die Hunde ihn. Sehr schön. Jetzt kommen wir ran. Außerdem haben sie ein geiles Schild, das will ich auch noch haben. Huch. War ich in die falsche Richtung geklickt? Ich glaube, auf Sand laufen ist ein bisschen, nee, eigentlich nur 6 Fatigue. Wenn man halt 3 Felder läuft, ist die Fatigue ja schon wieder aufgebraucht, die man regeneriert hat. Also, mit 2,5 eigentlich schon. Ist ein bisschen anstrengend, auf Sand rumzulaufen. Obwohl es gar kein schlimmer Boden ist eigentlich. Nee, es wird nicht mehr weggelaufen hier. Kann ich dir aber sagen. Er hittet wieder nicht. Wer war das? Ricky, oh Mann ey, Ricky. Das haben wir von dir schon besser erlebt. Das haben wir schon viel besser von dir erlebt. Da. Musch halt der Gute machen, der da gerade oben war, ich weiß es nicht. Mozzarella-Bräune wahrscheinlich, hat ihn glaube ich gejagt. Er hat sogar ordentlich Damage rausgehauen, holy shit. So, diesen was wird. Der Rest eigentlich nicht. Das Geld, Essen brauchen wir immer, das brauchen wir. Ich glaube, wir können einfach alles mitnehmen, oder? Ja. Dann nehmen wir sowieso alles mit. So, wir haben unseren Auftrag erfüllt. Auf, zurück. Jetzt müssen wir nur gucken, die Sachen wieder. Was reparieren wir zum Verkaufen? Dich. Da haben wir gute Schilde. Ne, die wollen wir gar nicht. Aber die hier sind die guten Schilde. Die haben wir jetzt uns gegönnt. Oh, Serpents. Hallo. 10 Serpents. Ja, nee, danke. Muss jetzt nicht sein. Können wir anderen überlassen. Also hier ist irgendwie gerade Schlangen. Hallihallo Sonics, hier ist gerade Schlangen. Invasion, gefühlt.
Crowning, hands it over. The High Priest need not smell you once more. This far into his home is sufficient. Count it if you wish it. Alters, leave if you wish to please us. All die sind alle ganz schön nervig, die Jungs. Sind wir ehrlich, aber ihr habt immer noch Ambush Trade Routes, deswegen sind eure Handelspreise immer noch ganz gut. Nehmt mal den ganzen Scheiß hier an. Fun damit. Viel Spaß. Nee, bin ich kein Fan von. So, hier habt ihr eure ganzen Sachen zurück. Das brauchen wir nicht. Sonix, wie geht's dir? Was läuft bei dir? Du bist eigentlich ein Scheißding. Hab ich den schon mal verkauft? So, die Frage ist, wollen wir noch mehr verkaufen? Da sind noch Sachen, die wir verkaufen wollen. Die komischen, schlechten Bumsschilder. Ja. Wenn wir jetzt drei davon haben, reicht mir das als Reserve. Dann brauchen wir die Kite Shields nicht mehr als Reserve. Mir geht's super gut. Wie schaut's bei dir aus? Oh. Ich bin irgendwie die letzten paar Tage immer ein bisschen erschöpft. Niedergeschlagen ist das falsche Wort. Erschöpft ist das Richtige. Aber ansonsten geht's mir eigentlich gut. Ich habe leider noch einiges zu tun heute, deswegen bin ich so, I'm not sure. Ich muss heute noch viel aufräumen und sauber machen und sowas und einkaufen gehen. Da habe ich ein bisschen, das nervt mich ein bisschen so rum. Warum magst du keine Armbrustschützen, Xan? Treffen die bei dir nicht oder snipen die dich einfach weg? Recently retired desert bandits, okay. And by retired, I mean taken by the Vizier's Lawman, of course. No bandit willing steps foot in here. When you're ready, put these on three men. Okay, 3 gegen 3 ist das ein Fight. Gegen 3 Banditen. Hm. 1100. Against 3 Nomads. Müssten wir doch hinkriegen, oder? Weil die meine Truppen wegsnipen. Also ich denke, das kriegen wir hin hier mit den Jungs, die wir hier gerade hatten. Wo sind die Sachen hier? Masumodo. Dort die wir jetzt schon den Trade haben hier. Dann ist es nämlich Scepter Märtyrer. Und Sono der Kultist. So, ihr müsst es ja wohl hinkriegen, in die Arena zu gehen. So. Ah, wir haben natürlich nichts gegen die Schilde jetzt mitgenommen. Ich glaube, wir gehen hier schon mal ran, damit er dann ransteppen kann und attacken. Er darf noch einen Attack machen. Oh. Sehr geil, da haben wir schon mal einen fast down. Der blutet schon. Sehr, sehr geil. Die ist natürlich vor mir dran und die stunnen meine Leute, was eine absolute Frechheit ist. 47, 46. Der hat schon keinen Bock mehr, der ist schon am Rennen, sehe ich gerade, Lul. So, so. Hallo. Na, wie geht's dir unter den zwei Kumpels? Der versucht's immer noch, ne? Die Sau. Der ist nicht mehr. Masumodo Level Up! Nice! Here's your pay, please come again. Mir talks as if he doesn't, then again he probably doesn't. Then it will be closed for the day. Das gab wieder 1000 Kronen obendruf. Und ein Level Up. Womit wir hier auch Level 11 erreicht haben mit Masumodo. Du solltest, glaube ich, aber auf jeden Fall Fearsome kriegen, oder? Du hast relativ viel Ausdauer. Brawny besitzt du schon.
Pathfinder wahrscheinlich, damit du besser laufen kannst. Würde ich sagen. In schlechtem Gebiet Pathfinder und Fearsome. Weil er auch ganz gute Resolves sogar hat. Ja, wobei, wirklich Fearsome. Oder lieber Berserk, dass er nochmal attacken kann, wenn er jemanden mit dem ersten killt. Bin ich echt unentschlossen. Oder halt auch Underdog. Wieder halt surrounded werden kann, weil wir das später, ich glaube, das werden wir in den zukünftigen Kämpfen immer wieder haben, dass wir plötzlich gegen 30 kämpfen müssen. Wenn wir dann surrounded werden und daran sterben, wäre es ganz schön shit. Ich glaube, Damage haben wir genug. Plus 3, yes! Oh, nochmal plus 4? Würde ich sagen. Geil. Ja, ich würde sagen, der kann unsere fettesten Rüstungen tragen ohne Probleme, weil er halt kein Schild trägt. Geil. Da freut man sich doch. So, du kriegst mal deinen Hund zurück. Sepp, der Märtyrer, kriegt auch noch einen Hund zurück. Und Sono hatte keinen Hund, glaube ich. Der hat keinen Hund verdient. Kann man hier eigentlich irgendwo saufen? Welche Mist? Arena? Nee, kann man nicht. Man kann bei euch nicht saufen. Wer baut eine Arena in eine Stadt, wo es keine Taverne gibt? Ihr seid doch dumm. Was soll das? Warum? Das waren Ifrits killen, ne? Für 1900. Ich habe noch nie einen Ifrit gekillt, von daher save mal die Kampagne. Und versuchen das. So, hunt down what kills people in the desert around Tanvir. Ja. In the desert around Tanvir müssen wir erstmal finden. Das ist, glaube ich, das nächste Problem. Irgendwie Spuren zu finden von irgendwas. Hallo. Ja, da vorhin so viel Zeug. A few corpses in the sand, some have slid halfway down a dune, another rests in the base, another being thrown away. That body is being uncovered by the sand, hints at some recent scene in the death. It seems we'll attack the people, pouring them with incredible force, and spend a brief time what it was left, sanding the flesh down to the bones and spot. Kann irgendwie mit Sand Dinge tun. I guess. Hallo. Ah, da sind Spuren. Aber die gehen nicht weiter. Doch, die gehen da weiter. Das sind frische Spuren von irgendwelchen Viechern. Wenn es Schlangen sind, dann... Da sind 16 Ifrits. Da ich sie gar nicht kenne, sind 16 sau viel. Tja. Ich glaube nicht, dass ich hier meine Anfänger-Dudes reinnehmen will. Bände Leader. Ich glaube, ich brauche The Bonkening. Ich glaube, ich brauche meinen Bonkening. Mal sehen, was hier passiert. The Plethora of Ifrits. Ich habe schon zwei gedrückt, dummerweise. So, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, was die machen. Ich hoffe einfach mal, dass sie zu mir kommen. Ifrit. Das ist... Der hat nur ein Viertel der Rüstung und HP von dem hier. Gibt wieder... Okay, das ist wie bei Nachtseher, es gibt unterschiedliche Versionen davon. Die sind die Hälfte von dem. Gibt wieder drei Level, I guess. Würde ich mal vermuten.
Frage ist, darf ich mich so klumpen oder nicht? Gucken wir mal, ob wir das dürfen oder nicht. Neuer Enemy, keine Tipps von Xan. Ja, ich weiß. Wollte ich auch nicht. Ging ich darum, dass ich wollte keine Tipps von dir haben. Das war nicht die Absicht. Okay, ich bin zuerst dran. Overwhelm darf ich sie. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut von meiner Seite aus. Da haben wir schon mal unseren ersten Ifrit down. Und ich habe bisher zweimal gegen die gekämpft, bin recht selten im Süden unterwegs. Oh. Da haben sie gerade 3 zu einem größeren gemacht. CD sollte es aber können, ne? Wobei 37, wissen wir nicht. Okay, das war aber ihre Aktion demnach. Das 3 zu einem größeren machen. What? Headbutt. 35er Chance und macht 49 Schaden. Und am Body Nummer 46. Alter, die hauen halt. Die hauen halt zu wie einen Truck. The fuck? Muss ich mal bis auf die Hunde ablenken hier. What? Aha. What the fuck? Okay, ich darf mich nicht klumpen gegen sie. Halten wir es mal kurz fest. Ja, und... Ja, jetzt hat er halt keine Ausdauer mehr. Ja, geil. Und sie sammeln immer wieder zusammen. Alter Vater. Das ist ja übel ekelhaft. Holy shit! Haben die ein Damage? Hallo Xeli. Our illustrious champion returns. Hallo Xeli. Ja, so viel zum Debonkening, ey. Das muss man hier tauschen. Guten Morgen, Xeli, wie geht's dir? Ich glaube, ich muss sie gleich neu laden, ey. Holy shit, Mann. Wie viel die mir geben, ist ja nicht witzig. Ich glaube, sie dürfen nicht Range attacken, wenn ich dran stehe, oder? Das ist, glaube ich, die übliche Regel. Ist, glaube ich, die übliche Regel. Du gehst mal weg. Wenn du rangehst. Das ist schlecht. Der noch am Leben ist. Ja, aua. Das ist gut. Wiederum. Wollen wir den Kleinen erstmal da drin wegmachen? Haben wir noch einen Kleinen weg? Ja, du musst auch mal weg hier. Soweit ganz gut, außer die Nachwirkung von gestern, aber von gestern Abend immer noch Kite und 2-3 Jahre Badge. Xeli braucht bald 4 Jahre. Ja, habe ich mich nie drum gekümmert, gebe ich zu. Bin ich zu faul für gewesen.
Gebe ich zu, liegt an mir. Habe ich nicht gemacht. Weiß gar nicht, darf man als Affiliate inzwischen mehrere Jahresbadges vergeben? Am Anfang ging das nicht, deswegen habe ich es nicht gehabt. Du hast halt keine Ausdauer mehr, ne? Also wenn sie nicht hitten, ist es gut. Dann fühlt es okay an. Bluten können sie auf jeden Fall nicht. Halten wir es mal fest. Ach du heilige Scheiße. Zerfallen wieder, wenn du die killst. Oh no. Da habe ich ja wenig Lust drauf, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich auch nur, wenn sie Platz dafür haben, ne? Ja, gibt's auch für Nicht-Partner. Okay. Ja, ich muss theoretisch auch noch. Es gibt auch noch animierte Emotes, die ich nicht gemacht habe. Ich müsste eigentlich auch noch auf einem höheren Niveau, also hier Tier 3 Emotes machen, wobei ich zum Glück keinen Tier 3 Subscriber habe. Da fühlt sich das nicht ganz so schlimm an, keine Tier 3 Emotes zu haben. Ja. Ja, jetzt hat sie wieder zusammengebaut. Saubratzen. Und der Hund ist echt dumm. Der nervt ein bisschen. In dem Fall. Wir müssen den mal raus switchen hier. Wuffi, geh mal woanders hin. Ja, du kannst unten stehen bleiben. Das finde ich okay. Wurde erstmal overwhelmed. Hund kann nichts machen. Tausch mal mit dir. Wenn wir noch zwei Overwhelm-Stacks draufkriegen, dann dürfen nämlich nichts mehr hitten. Was sieht, wenn er keinen Platz hat, sich zu teilen? Ah, da kommt nur noch einer raus auf dem Feld, okay. Aber der hat meine Overwhelm-Stacks nicht drauf. Aber der ist die Runde auch nicht dran. Nevermind. Oh. Nee, es kann auch woanders hingehen. Es kann auch woanders hingehen. Hast du gestern Abend wieder gesoffen, Xili, wenn du sagst, du hast keine das Nachwirkung von gestern Abend? Oder was ist passiert? Du hast jetzt schon gesagt, schaut gut aus, aber was gefällt dir? Ich mag die Idee mit den Skill Trees auf Items, finde ich witzig. Halte ich für eine sinnvolle, probieren wir mal aus, Liga. In dem Sinne. Okay, also abgesehen davon, dass sie, wenn sie treffen, unfassbar viel Damage machen, war es noch machbar. Und sie geben unfassbar wenig XP. Das ist ja traurig. Das ist ja übel traurig. Das lohnt sich ja gar nicht XP-wise. PoE hat doch Skilltrees im Skilltree. Was sind denn Cluster-Juwelen sonst für dich, wenn ich Skilltrees im Skilltree? Are slain, but the bodies only seem to serve as vessels for something far more sinister. You catch glimpses of spirits soaring toward the horizon, but perhaps this is merely the desert itself playing tricks on you. There's no saying except to say that beast nature of the Ifrits has been defeated and... Okay, it's done. Schau aus wie ein Geist. Ach so, ist wieder die... Ja, die Kamera hat sich wieder verstellt. Oder besser gesagt, ist sie heller geworden. Warum ist eigentlich... Ist es heller geworden? Ich hätte nicht gedacht, dass es heller geworden ist. Das ist ein bisschen runter. So. Danke für den Hinweis. Ja. Achso, was mir daran... Ja, also ich find's ganz witzig. Ich find's cool, dass es neue Wahlskills gibt. Ich find gut, dass es die Items
Die Items ein bisschen variieren. Ich kann mir vorstellen, dass auch mein Charge Dash damit cool wird, wobei ich das Problem, dass Charge Dash ein bisschen anstrengend zu spielen ist, beziehungsweise im Stream halt, ja. Ja. Ich bin halt sehr konzentriert, wenn ich Charge Dash spiele. Guten Appetit, Xeli. Und ich bin, glaube ich, auch bei die Balance-Änderung mir gar nicht so genau angeguckt. Einfach die Liga an sich sieht halt ganz witzig aus und dass es halt Endgame-Bosse und sowas gibt. Hört sich eigentlich ganz gut an. XP habe ich jetzt fast nicht bekriegt, ne? Dafür haben wir ordentlich ins Gesicht gekriegt, wie er zum Beispiel. Der selber eine Gehirnerschütterung geholt hat. Ey, yo. Müssen wir austauschen hier und du musst auch ausgetauscht werden, damit ihr euch heilen könnt. So. Balance regen sich wieder alle auf, Reddit auf, aber das war schon immer so. Nee, ich glaube, das Problem ist, was die Leute nicht verstehen, also die Leute, die sich auf Reddit und so weiter aufregen, das sind ja Leute in PoE, die zumindest überdurchschnittlich viel PoE-Content konsumieren und sie entsprechend gut auskennen. Was sie aber vergessen ist, es ist ein Free-to-Play-Spiel. Es gibt also auch Leute, die einfach reinspielen und casual das Spiel ab und zu spielen. Es muss Skills und Builds geben, die diese Leute sinnvoll spielen können. Und wenn du denen so einen Riegel vorschiebst von über Tier 5 Maps, kommen die halt nicht. Haben die keinen Bock drauf und dann kriegst du nicht die große Masse an Spielern, die du eigentlich haben willst in so einem Spiel. Zumal es ein PvE-Spiel ist. Wenn da Sachen OP sind, ja whatever. Spiel's nicht, wenn es dir keinen Spaß macht und dir zu stark ist. Okay, dass sie diese Competitive-Sachen machen in Racing-Events. Und dass das Racing-Event jetzt plötzlich in diesem Items, wenig Item-Modus ist, ist komplett weird. Wie hieß der, nicht Hardcore? Ja genau, im Ruthless-Modus. Also, dass sie irgendwie Weihnachten meinten, hey, wir probieren gerade mal was intern aus. Über Weihnachten haben wir so ein bisschen rumgespielt und haben einfach die Parameter runtergedreht, dass wir kaum Items haben und keine Movement-Abilities und sowas. Und das ist halt unter... Und dann kamen von ganz vielen Leuten, hey, yo, wir wollen auch mal ausprobieren, wie das so ist. Wie fühlt sich das an? Macht's so einfach öffentlich, damit wir es im Zweifel benutzen können, wenn wir wollen. Und gesagt, ja gut, wenn ihr unbedingt wollt, ja, aber das ist ne, nur intern und zum Testen und nichts gedacht. Und 3 Monate später, unser Race-Event ist jetzt im Ruthless. Und wenn ihr gewinnen wollt und racen wollt, dann müsst ihr Ruthless spielen. Es ist so ein kompletter Shift von, was dieser Modus sein sollte. Genau, Ruthless ist nur ein Side-Project, war irgendwie denn ihre Sache. Ja, ich will auch nicht racen, aber ich find's halt für die Racer dumm. Also... Okay, ich vermute, sie machen es, um eigentlich in das Racing mal ein bisschen Meta-Shifts reinzubringen, weil im Racing ja eigentlich ist, es gibt ganz bestimmte Movement-Skills, die du immer nimmst. Entsprechend nimmst du bestimmte Klassen, weil diese die Movement-Skills eher kriegen als andere. Ich glaube, dieser Frostblink oder sowas ist das zum Beispiel. Oder Dash. Frostblink oder Dash nehmen sie immer, eins von beiden. Ich glaube, Dash, weil Dash schneller regeneriert oder sowas. Ja. Ja, ich denke auch, dass es daran liegt. Aber da hätte ich vielleicht vorher mal gefragt. Also. Das Problem ist, dass der Ruthless-Modus sehr RNG-abhängig ist. Also klar, es gibt keine Movement-Abilities, gar nicht. Aber du kannst ja deine Skill-Gems auch nicht kaufen. Also du kannst ja gar keine kaufen. Und das ist dann so, okay. Wenn ich Glück habe und... Skill XY droppt mir auf Level 20, wo ich dann ihn direkt benutzen kann, dann habe ich das Race gewonnen, weil ich einfach 3-mal so schnell bin wie alle anderen. Ja, soweit ich das verstanden habe, nicht, weil Scizorin ja zum Beispiel einer ist, der da immer mitmacht und auch noch ein großer Content Creator und der wusste davon nichts. Also da habe ich mir seine Reaction angeguckt, der hatte keine Ahnung davon, dass das in Ruthless stattfinden wird. Und ich finde, Scizorin gehört schon... Und den Content Creator ist er einer der Top-Racer. Und ja, ich weiß, es gibt noch schnellere Leute, aber er versucht zumindest immer mitzuhalten. Und er ist da auch nicht, also er ist nicht irgendwie Rang 500 permanent, sondern ist schon in den Top 10. Und der hatte keine Ahnung davon, von daher glaube ich nicht, dass er da irgendwelche Leute gefragt haben. So. Desert Bandits wieder mal, das hört sich eigentlich ganz gut an. I have to think over it, das Problem ist gerade, wie sieht's bei meinen Leuten aus? Ich kann die Leute einsetzen, die das haben hier. Ja, kann sie einsetzen. Also, let's go. Desert Bandits, Arena Fight.
Except. Achso, da bin ich drauf geachtet, ob ich drei Leute habe. Doch, habe ich wieder drei Leute. Wieder den üblichen Dreierfight. Du bist es und du bist es, ne? Ja. Let's give the crowd something to cheer. Doch, doch, also immer zum League-Start hat er die Race-Events mitgemacht und er war auch in den Top 10 Race, also er hat immer eingeblendet, welche Position er gerade ist. Und da gibt's genug Clips, wo er selber Rang 1 ist und verreckt beim Racen. Ja, nicht gefragt, ich habe die letzten 6 Races alle gewonnen, wenn ich teilgenommen hätte. Aha. Ja, du hast sie nicht gewonnen. That's the point, Xan. That's the point. Also finde ich schade, dass sowas halt nicht mit den Leuten absprechen und das halt nicht gut kommunizieren von wegen, hey, wir machen es, weil. Das ist, glaube ich, GGGs größte Schwäche, dass sie selten mit den Leuten, die es betrifft, sprechen oder mit der Community und sagen, ja, machen wir, weil wir uns davon versprechen, das. Passiert einfach nicht. Also aus irgendwelchen Gründen kriegen sie das nicht geschissen. Ich weiß nicht warum. Kopf ab! Da flog der Kopf. Sehr schön. Wieder 1000 Kronen verdienen. Also, wenn du ein paar gut trainierte Leute hast, kannst du hier dick Kronen verdienen. Können wir mal festhalten. Er kann übrigens auch eine bessere Rüstung kriegen, theoretisch. Wie sind eigentlich jetzt hier die Verkaufspreise bei euch? Die müssen doch immer noch in Ordnung sein. Oh, die U20. Oh. Wir haben hier noch ein paar Sachen, die wir loswerden wollen. Will ich noch mehr loswerden? Eine von den 90er Rüstungen wahrscheinlich. War das die 90er Rüstung oder habe ich gerade die 110er Rüstung verkauft? Ich habe die 110er Rüstung verkauft, ich Vollidiot. Die kaufe ich jetzt aber auch nicht zurück. Das ist mir dann doch nicht wert. Ab mit seinem Kopf, ja? Da wurde der Kopf abgeschnitten. So, 580 ist für 380 echt teuer, auch wenn es Weihrauch ist. Und wenn ich in der Stadt bin, verbrauche ich anscheinend nur 29, was ein bisschen schräg ist. Aber bei euch ist irgendwie alles immer noch sehr teuer. Gehen wir mal in die Nachbarstadt. Wir haben hier nur effektiv 2 südländische Städte, weil die andere südländische Stadt ist hier drüben. Und sie hat keinen Hafen. Wir können hier nicht mit dem Schiff hinfahren. Also das ist, glaube ich, das einzige Schlimme an der Karte, dass wir hier, ab hier müssen wir durch die Wüste laufen, um hier übers Wasser super lange zu gehen, um hier hinzukommen. Das werde ich halt niemals tun. Ich glaube, das ist die Wüste, die uns mehr verbrauchen lässt, würde ich vermuten. Aber das wäre hier auch wieder gut, ne? Von wegen extra 10% extra Verbrauch wegen Wüste oder so. Wäre smart, hier hinzuschreiben. Warum? Warum, wieso, weshalb wir mehr verbrauchen? Das steht irgendwie nicht da. Ja, also ich hoffe einfach, wobei ich jetzt schon erfahren habe, ich habe mit Leuten, wegen PoE nochmal kurz, ich habe mit welchen Geräten, die auch PoE spielen, in meinem Teamspeak, mit denen ich schon länger bekannt bin. Und die haben gemeint, es gibt nur irgendwie 25 Skills oder sowas, die in den Trees vorkommen können. Weil da finde ich es immer ein bisschen schade, dass sie so, sag mal, zurückhaltend sind. Ich finde, sie könnten bei solchen Ligen. Ja, Teamspeak. Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil die Patchnotes schon draußen sind. Und weil es da drin steht, vielleicht. Habe ich jetzt nicht gefragt. Ich bin davon ausgegangen, dass sie einfach wissen, was sie sagen. Jedenfalls, falls es so sein sollte, würde ich es schade finden, weil. Es wäre cool, wenn einfach alle Keystones drin sein könnten. Ich meine, du hast ja immer eine reduzierte, du hast ja maximal 5 Tiefe, also 5 Punkte, die du nehmen kannst da drin. Wenn da einfach alle Keystones drin sein könnte und die halt besonders häufig genutzt werden, die Daten hat ja GGG, die besonders häufig benutzt sind, die besonders begehrt sind demnach, die sind einfach seltener. Ne? Die machen sie einfach seltener. Oder irgendwie lagern die ins Endgame aus, dass du erst ab Item Level 80 oder so kriegen kannst. Das wäre ja schon mega gut.
Weil dann hättest du wirklich, dann wäre es richtig random und dann 3, 4, 5 geile zu kriegen, wäre unfassbar teures Item. Scheißegal, was es für ein Base-Item ist, das ist einfach, dann wäre das Item schon super viel wert. Aber das machen sie gefühlt leider nicht. So, Taxidermist. Hier, das wollte man noch craften. Damit wir hier... Wo ist der Wardog? Mit der schlechten Rüstung. Da ist der Wardog. Der kriegt eine bessere Rüstung. So, Poisoned Oil. Direwolf Pelt Mantlet. Könnten wir ihm schon geben, Masumodo. Noch ein bisschen. Ja. Craften wir mal. Also Molo, du kriegst noch einen Wolf-Umhang, um die Leute zu scaren. Also 335, ne, an Rüstung und 300 auf der Kopfrüstung. Das ist unfassbar dick. Add a new Dexterity Strength Support Gem Momentum. Supports attack skills that aren't triggered. Using those skills will grant momentum, which is lost when you move. Meinst du, funktioniert mit Charge Dash, weil du movest ja nicht, oder? Ich werde geteleportet. Aber Charge Dash ist ein Movement Skill. Ja. Der hatte den Movement Tag, von daher denke ich, würde das zählen als Movement. Aber ich move erst. Das ist jetzt eine gute Frage. Ob das schon als Movement zählt, während ich das Ding charge, also meinen Geist vorwärts bewege, oder erst, wenn ich es loslasse, dass das ja das Movement zählt. Weil dann könnte ich Momentum aufbauen, solange ich sozusagen das aufbaue. Und erst, wenn ich loslasse, verliere ich das Momentum wieder. Granted aren't triggered. Moment, Xedi lebt noch, denke ich. Hier, Xedi der Zweite, der Farmer. Du machst dich ganz gut. Du hast zwischen eine dicke Rüstung, einen dicken Kopfrüstung und du läufst, ja. Hast ein gutes Schwert. Lebst noch. Du hast inzwischen eine Kette aus Nachtseherhörnern und Zähnen umgehängt bekommen. Weil das gibt dir mehr Glauben daran, dass wir gewinnen, ja? Ja, genau. Aber supports Attack Skills und Charge Dash. Doch, ist es. Doch. Charge Dash ist so was ganz Weirdes. Das hat gefühlt alles. Ist ja auch Lightning gleichzeitig. Noch eine 100% Conversion to Lightning. Deswegen wundert es mich, dass es keiner benutzt. Aber Charge Dash hat schon sehr, sehr viele Attacks. Also, man. Ist die Frage halt. Müsste man, glaube ich, ausprobieren, ob es instant das Movement, das Momentum verliert. Weil ich einen Movement-Skill benutze? Oder ob ich erst, wenn der Movement-Part benutzt wird, das Momentum verliere? Aber ich glaube, wenn ich spielen würde, würde ich wahrscheinlich was Chilliges spielen. Ja, Charge Dash ist ganz witzig bei der Kampagne, aber gegen Bossfights ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich zu positionieren, gerade wenn es Bossfights sind, im Endgame mit sehr, sehr vielen Bodeneffekten, also wo du viele Sachen ausweichen musst, dann ist Charge Dash mit einer Übersicht her echt problematisch. Auch wenn ich es ganz witzig finde, dass ich damit einer der Exoten bin, komplett. So, hier gibt's ja die Schilder. Hier gibt's die guten Schilder. Einfach Flicker Strike. Ja, das kann ich. Also das kann ich auf gar keinen Fall streamen. Flicker Strike. Puh, nee. Das ist voll gut. Minus 25 für 200 Armor ist voll gut. Oder bin ich gerade verwirrt? Ist das nicht voll ein gutes Verhältnis? Ne, hier die Verkaufspreise. 19. Na dann verkaufe ich das auch nochmal hier. Dich wollen wir eh nicht haben. Aber selber kaufen kann man hier wieder nix. Also, wir haben alle Ambush Trade Routes. Expecting you please come no closer, you will scare my attractions. Aha. Nomads have been plundering my caravans. 1600. Drive of Nomads. Das ist eigentlich was wir machen können. Ja, let's go. Gibt's hier noch coole Leute? Hier gibt's einen Soldaten, den wir kaufen könnten. Wow. Er hat plus Resolve, was wir nicht unbedingt brauchen. Und er hat die Sterne alle an der falschen Stelle. Wobei, er könnte ein guter Nimble werden, mit einem, der sogar was trifft.
Also ich werde wahrscheinlich bei, wenn ich PoE spielen sollte, wenn überhaupt, würde ich glaube ich wieder einen Caster nehmen. Einfach weil es extrem viel einfacher zu spielen ist und zu skalieren. Das Problem, Charge Dash funktioniert, aber du hast halt später das Problem, dass du halt Clown benutzt. Und Clown benutzen halt sehr, sehr viele Leute. Und dann ist das irgendwie alles nicht so geil. Da hattest du so sehr teure Waffen. Firestorm mit der neuen Wahlversion. Aber Firestorm ist in der normalen Version immer noch scheiße. Also sie haben am Balancing von Firestorm nichts geändert. Und seitdem sie Firestorm geändert haben auf diesen Big Hit und dann blub, so ein bisschen hinterher, ist das ja... War das... Also ja, Wahl Firestorm könnte ganz witzig sein, aber Firestorm an sich ist halt nicht witzig. Ich glaube, das ist so der Knackpunkt daran. Und du hast echt nicht so gut gerollt. Der Söldner. Der hat halt gute Base-Werte, ne? Der hat halt gute Base-Werte, auch wenn er nochmal die Minus-Melee-Defense machen ein bisschen kaputt. Ich glaube, wenn er nicht cocky hätte, würde ich ihn vielleicht sogar nehmen. Aber diese minus 5 gefallen mir nicht. Und ich brauche gerade nicht zwangsläufig Leute. Hier waren wir schon drin, ne? Ja. Hier waren wir auch gerade. Und hier gibt es keinen Auftrag. Was soll denn der? Und handeln können wir ja auch nicht, weil ja alles arschteuer ist. Ihr seid doch kacke. Ich werde nochmal ein Essen mit. Dann find doch einen Weg, Firestorm gut zu machen. Ich glaube, der einzige Weg, Firestorm wirklich gut zu machen, wäre wahrscheinlich mit niedrigerem Radius. Also mit weniger Platz, wo es runtergeht. Aber ich glaube selbst... Ich glaube, dann hast du aber weniger Hits. Das ist irgendwie ganz komisch. Da muss ich mal reingucken. Aber... Es gibt halt Spells, die ich noch nicht gespielt habe, die wahrscheinlich deutlich besser sind. Ich habe zum Beispiel, was das Winter Orb noch nicht gespielt. Achso, stimmt. Und die Atlas Gateways sind auch geil, ja, ja. Wenn man nicht vorskillst, Likon zu spielen, nur weil du in der Nähe schon bist. Ja, beziehungsweise kannst du halt mehr dich spezialisieren auf einen bestimmten League-Content. Public Execution. Mehr Food for Sale, aber dafür ist Food auch teurer. Food ist doch so schon teuer genug. Boah, ja, Alter, Käse. Käse kostet ja 50% mehr. Ihr habt doch übelsten Arsch offen. Das ist aber langsam ein Preis, den man akzeptieren kann. Ihr habt doch den übelsten Arsch offen. Und wir brauchen noch Backliner, das dürfen wir nicht vergessen, ne? Ich will eigentlich noch Backliner haben. Night Owl. Backliner bräuchten theoretisch aber nicht so viel Defense. Da müsste ich nicht jemanden wie den Gladiator nehmen. Für Backline. Der hat auch nur einen Stern. Desert Raider. Das sieht eher nach einem guten Backliner aus. Der kriegt mal plus 3. Der kommt auf 94, wenn er 10 Level-Ups hat. Das sieht nach einem ganz okayen Backliner aus. Mit ein bisschen Defense, der könnte sogar vielleicht sogar einfach ein Zweihand-Frontliner werden, je nachdem was er für Rolls kriegt auf die Melee-Defense. Ist Essen, danach noch Wasser trinken, dann bin ich ready für dein Workout, alles klar. Dann sei mal ready für mich. Ich würde den mitnehmen tatsächlich. Dann haben wir wieder einen Zwubel, weil ich glaube aktuell haben wir keinen Zwubel. Ben, Ricky, Xan, Sepp, Sono, Memlin. Yushka, guck mal, dann haben wir hier die nämlich direkt Level 3, also dürfen wir das. Dann ist das hier ein Zwubel. Der Zwubel-Schnubel. So, wir wollten dich haben als Warskiter. Das heißt, du brauchst aber auch ein bisschen Rüstung. Ah. Hier, so erstmal. Müssen wir nochmal Level uppen. 3. 3, 2 und noch plus 1. Ugh. Dafür plus 4. Und wir müssen ein bisschen Resolve fixen. So. Schneller lernen, bitte.
Ich glaube, Colossus would be the thing to go, damit die halt nicht sterben. Ich glaube, das habe ich von anderen auch, ne? Ja, habe ich auch Colossus mit drauf. Damit die halt ein bisschen HP haben. So. Ich darf jetzt nur nicht übertreiben mit meinen Backlinern, das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Desert Raid, Raidy. Ist doch ein Nomad, oder? Ja, normale. So, da haben wir Zwubichen, den Nomader. Moment, dieser hat. Wieso habe ich 74 Fatigue übrig? Hätte ich dir was. Dann kann ich dir was Schwereres anziehen. Nee, dann kriegst du das. Kriegst du eine 170er Rüstung. Statt eine 90er. Go. Sind wir noch 63. Theoretisch könnte ich auf minus 7 gehen. Dann kriegst du das hier. So. Sehr schick, sehr schick. Nur noch 18. Wir wollten hier, glaube ich, noch irgendwas hier. Die wollte ich noch loswerden. Die dünnen Sachen. Da ist ja nichts großartig zu holen. So, da haben wir jetzt ein Zwubelchen dabei. Und hier unten ist aber nichts mehr zu tun. Und die Arena hat auch noch nicht wieder offen. Da müssen wir halt mal ein andermal wiederkommen. Gehen wir wieder nach Norden. Ich weiß gar nicht, wie wir dazu kommen, eine andere Söldnertruppe kaputt zu machen. Das ist ja noch eigentlich unsere Ambition. Ich meine, wir haben jetzt keine große Eile, die abzuschließen. Ich bin dumm. Ich habe doch einen Auftrag. No! Ich habe doch einen Auftrag angenommen. Alter. Ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Oh Gott. Ich komplett ignoriert, dass ich hier Drive of Nomads habe. Komplett ignoriert. Ich brauche was zu futtern. Eieieieiei. Gebt mir mal allen euren Reis, den ihr habt.